Hallo und ja, willkommen zurück zu Skyblock mit Flexplay und mir. Jo, morgen! Oder Abend oder Mittag oder keine Ahnung. Ah! Idiot. Nein, meine schöne Konstruktion. Deine Pussy-Konstruktion. Hier hat's geleckt bei mir. Alter, schon wieder. Ja, du bist auch so ein Lecker. Ja, Plan für heute ist. Ups, erstmal nicht verbauen. Ich tue direkt zweimal. Plan für heute ist erstmal die unendliche Wasserquelle machen, wie wir es schon angekündigt hatten in der letzten Folge, was wir nicht gemacht haben. Das werde ich jetzt erstmal machen. Ich nehme das jetzt mal kurz in Angriff. Und was noch? Die Tierfarm zu Ende bauen und irgendwann in den nächsten ein, zwei Folgen dann auch mal an ein Haus setzen. Ich habe mir hier mein Texture Pack ein bisschen editiert, neue GUI und so. Oh, nice. So, mein Wasser. Oh Mann, bei mir laggt's gerade. Ich habe Frame-Einbrüche. Das ist nicht schön. Ich mach mal eben meine Renderdistanz. Ah, ist schon auf Normal. Alles war Normal, Mann. So, unendliche Wasserquelle ist geschaffen. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Ach, Gott sei Dank, da oben ist noch ein Cobblestone. Ja, weißt du, ich würde direkt mal sagen, ich baue hier ein bisschen was an. So, und da machen wir jetzt die Lava rein. Und dann bauen wir mal hier oben das Erdgelöt ab, oder? Jo. Und setzen einfach mal den Cobblestone-Generator woanders hin. Genau. Und jetzt müssen wir noch eine Shovel. Hast du oben schon alles abgeholt? Achtung, hinter dir. Oh, ich hab Frame-Einbrüche. Ja, das Zeug von oben ist da. Frame-Einbrüche, das ist nicht schön. Das ist in der Tat nicht schön. Ich werde hier gerade von einem Enderman geowned. Geowned? Ja, der gibt's mir halt hart. Hart. Wo ist denn jetzt hin? So, aber kann er doch gar nicht wechseln, da haben wir gar nicht so viel Fläche, wo ist der hin? Der hat sich weggeportet einfach. So ein Wechsel. Nix. Oh Mann, diese Lags, das tut mir so leid. Was ist mit deinem PC los? Hat er seine Tage oder was? I don't know. Scheint so. Der Nummer. Das war ja auch ein Stein, ey. Das ist jetzt ein Kotzen. Shithein. So. Eigentlich reicht doch eine Schaufel. Für was? Für mich. Ah, okay, wenn du meinst. Also, was ist denn Scheiß jetzt schon. So, also hier wird die Butze irgendwo hingebaut. Okay. Das ja, Wasser. Ja. Wie kriegen wir denn. Ah, egal. Erstmal eine Mauer. Wir brauchen eine Mauer. Ah, ich. Die Viecher. Bereit vor. Ich hab nur ein halbes Herz. Ich leg mir eben mein Zeug ab und mach mal hier eine Runde. Selbstmord, hä? Huh? Ja, eine Runde Skydiver. Oh Mann. Oh, übrigens höre ich mich bei dir irgendwie ein bisschen leicht doppelt, wenn ich ein bisschen lauter rede. Aber jetzt ist es gerade nicht mehr. Das liegt an dir. Echt jetzt? Ja, weil du laut redest. Ach nee, unsere unendliche Wasserquelle friert ein, was ein Scheiß. Kannst du mal einen Eimer drüber bauen oder sowas? Oh Gott, was geht hier ab, Mann? Ah, viel bessere Idee. Es könnte theoretisch nur dieser eine Block einfrieren, richtig? Richtig. Juhu! Okay, ab geht's wieder an die Mauer. Ich brauch Zeug, dass sie mich nicht umbringen. Ja, ich baue mal hier ein bisschen weiter. Mach mal. Damit wir hier Bäume pflanzen können. Und ich hatte es ja schon mal ausprobiert. Wie es aussehen sollte ungefähr. 1, 2, 3. Und dann kommt hier eins hin. Okay, und du hast ja diese schöne Liste gerade offen, oder? Ja, genau, die Challenges-Liste. Mhm. Und zwar werden wir uns jetzt im Laufe der nächsten ein bis zwei Folgen mal an diese Challenges ranwagen. Und die erste haben wir eigentlich schon, den Cobblestone-Generator, aber ich würde sagen, den überarbeiten wir nochmal ein bisschen. Ja klar, der wird schon. Gibt es bestimmt eine bessere Methode. Auf jeden Fall. Und Nummer zwei ist ein Haus bauen. Das würde ich sagen, bauen wir einfach in der nächsten Folge, oder? Ja, das bauen wir ja dann auf jeden Fall. Nach der jetzigen Folge halt. Also quasi direkt im Anschluss, für euch halt morgen. Genau. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen von den Wänden. So, ich muss erstmal richtig überlegen, wie ich das Ganze anstellen möchte. Ah. Oh, diese Frame-Einbrüche. Also nächste Folge ist es nicht mehr so, das müsst ihr euch jetzt einfach hier geben ein bisschen. Tut mir eigentlich leid, aber vielleicht auch nicht. Eigentlich, aber eigentlich auch nicht. Weil eigentlich hasse ich euch alle. Nein, ich hasse meinen PC abgrundtief und ich kann ja auch nichts dagegen machen. Naja, du könntest Selbstmord begehen und die Welt hätte ein Problem weniger.
Eins? Nur eins? Wenn ich... Du bist ein Problem. Nein, ich bin um die 100. Okay. Wenn du dich selbst so einschätzt, ja, doch, kann ja aus deinem Leben nichts mehr werden. Genau. Was brauchst du, was wird denn das eigentlich, was du da hinzumachst? Hier kommen dann so awesome schöne... Oh, das sieht ja... gewöhnungsbedürftig aus. Gewöhnungsbedürftig, das ist scheiße ugly. Um es mal auf Englisch zu sagen. Nein, was du hier gerade so machst. Ach so, meine Mauer? Ja. Mauern sind toll. Ja, die sehen auch irgendwie geil aus. Aber hätte man die vielleicht in irgendwas anderes? Nee, hätte man gar nicht machen können, stimmt. Sonst hätte man nur Zäune. Nee, das sieht gut aus. Ich weiß. Achtung, eine Spinne hinter dir. Eine Spinne. Du kriegst mich nicht lebend. Oh, Lex. OP Lex. Weißt du, ich war ja gerade mit meiner Töle draußen und da ist immer auch so eine Spinne bei uns über die Briefkästen gelaufen. Richtig kacke. Hast du dann auch mit dem Schwert getötet? Nee, mein Schwert hängt hier oben. Ich habe wirklich ein Schwert. Hab ich mal gesehen. Echt? Ja, bei deiner Webcam. Das hast du mal gezeigt. Ich erinnere mich aber nicht mehr dran. Hm? Du bist ja auch ein... Also man muss ja sagen, wir haben ja hier täglich Webcam Sex. Du, naja gut. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Weil ich glaube, das würde in einem fatalen Streit enden. Oder bei RTL, da verklag mich doch. Gott, oh Gott. Ne, verklag mich doch, läuft doch auf der Warte, ich kenne die ganzen Serien nicht, das läuft doch irgendwie auf Fox. Verklag mich doch. Weiß ich doch nicht. Ja, ich auch nicht, aber... Wie kommst du denn du auf Vox? Ja, Vox hat Menschen, Tiere und Doktoren, wow. Das ist, ja, guckt man ja eine immer gerne beim Essen. Die da so, oh, guck mal, die Ratte da, ein Darmverschluss, oh, cool. Oh ja. Aber ich... Du isst so gerade so ein halbes Pferd so, also Lasagne. Und dann kommt so ein Arzt, oh, ja, dem Pferd müssen wir leider das eine Bein abnehmen. Soll ich dir gerade was mal sagen? Was? Meine Mama macht gerade das an hier. Ehrlich? Ja. Um 10:30? Ja, für morgen. Achso. Bei uns steht Vanillepudding im Kühlschrank. Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist, aber ich weiß, dass er nicht mehr lange da ist. Hm? Kenn ich auch sowas. So, dieser eine Block, den brauchen wir. Ah, mir hat Idee. Mir der hat Idee. Idee. Schlecht. Ja, der Idee ist schlecht. Oh, so, ich brauch Dirt. Ah, jetzt weiß ich, warum ich Frame-Einbrüche hab. Wo ist denn Dirt? Dirt ist in meiner Handtasche. Jetzt in der Kiste. In deiner Hand, du Idiot. So, dann wollte ich doch mal hier in Dirt da drüben anpflanzen. Ach, okay. Dirt. Warum hast du nur Frame-Einbrüche? Was ist da los? Keine Ahnung, es lädt gerade. Also ich habe gerade so dieses Ladeteil da und meine Maus gesehen. Also irgendwas im Hintergrund lädt gerade. Wahrscheinlich so ein scheiß Update-Drecks-Teil. Also was ich jetzt verstanden habe, ich weiß, wieso ich Frame-Einbrüche habe. Wieso hast du Frame-Einbrüche? Ja, ich weiß nicht. Ah ja, genau. Du bist halt ein Held. Mhm. Ich höre übrigens bei dir im Hintergrund Musik. Ja und? Oder irgendein PC, irgendein Fernseher oder sowas. Nö, Fernseher ist es nicht. Der steht zwei Räume weiter. Ja, den höre ich. Nee, hörst du nicht. Den höre nicht mal ich. Gut, dann höre ich ihn nicht. Wenn der volles Brett aufgedreht ist, den höre ich nicht. Absolut geiles Haus hast du. Also bei mir, wenn, keine Ahnung, wenn unten, also ein Stockwerk tief, zwei Stockwerke tiefer jemand bei den anderen Leuten klingelt, die hier wohnen, höre ich das. Okay. Das ist ein bisschen scheiße. Boah, ich hoffe, du hast nicht alle Erde verbraucht. Ah. Doch, habe ich. Ja, ich habe hier noch ein bisschen was. Ich habe so einen Plan. Und zwar kann man ja hier mit einem Eimer ein bisschen Wasser nach da rüben. Oh, das hätte jetzt auch böse ins Auge gehen können. Ja, guck mal auf den Timer. Wir haben gleich wieder die 10 Minuten geschafft. Warum sagst du nur geschafft, ey? Was geht? Ja, ich. Hier? Nein, das ist so. Oh, umgangssprachlich. Achso. Ja, gut, dann werde ich immer mal hier so zum Ende der Folge hier Wasser platzieren. Und hoffen, dass hier ein bisschen Gras drumherum entsteht, weil das, so ist das da unten entstanden. Ja. Und werde mal hier den Dirt. Dörte abbauen. Dörte? Dörte. Was ist denn hier eigentlich mit dem Ast? Ey, caramba. Also diese Leck. Ach so, oh, da habe ich aber was missverstanden. Ich habe deinen Hauspfeiler abgebaut, aber ich dachte, das wäre ein kaputter Baum. Mhm. Jo.
Willst du irgendwie so eine Palisade hier? Ah ja. The fuck? Ich hab mein Handy auf lautlos gemacht. Ja, und der Timer, den juckt das nicht. Oh Gott. Ja gut, also, der Zeit ist um und ja, dann nächste Folge steht ein Haus an, würde ich sagen. Also, yeah. Challenge Nummer 1 für uns, Haus. Genau. Und ich werde in der nächsten Folge auch den Cobblestone-Generator umbauen. Okay. So, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.